Willkommen bei CSA Automotive. Heute geht es ums Thema Heckscheibenblenden. Wir haben hier zum Beispiel Heckscheibenblenden aus Fiberflex-Kunststoff und wir haben Heckscheibenblenden aus ABS-Tiefziehkunststoff. Worin da die Unterschiede bestehen und wie das Ganze mit der Montage ausschaut, das erklären wir euch nach dem Intro. Haben wir eine Heckscheibenblende, wie ja schon angedeutet, aus Fiberflex. Was haben wir alles dabei? Natürlich die Heckscheibenblende selber. Und jetzt, da kommt der Clou und das ist der Vorteil von den neuen Fiberflex Heckscheibenblenden. Wir haben die Möglichkeit, die Heckscheibenblende einfach total easy mit 3M Klebeband am Fahrzeug zu montieren. Davon zwei Rollen, a 3 Meter. Zu dem 3M Klebeband noch kurz, es ist eine spezielle Entwicklung für den Automobilbereich, gerade eben für solche Sachen, Karosserieanbauteile. Wir werden in Zukunft verstärkt auf diese Montagetechnik setzen und zeigen auch, was ihr bei der Installation mit den 3M Klebebändern beachten müsst. Dazu natürlich ein entsprechendes TÜV-Gutachten, das ist eine TÜV-Freigabe, die im Handschuhfach mitführen, die Fahrzeuge und der Heckscheibenblendentyp ist darauf vermerkt. Und was haben wir noch hier? Zwei Reinigungstücher, auch von 3M, speziell abgestimmt auf den Kleber, denn Reinigen vorher ist das A und O. Nur was gereinigt ist, klebt. So, wie bei allen Produkten ist es ratsam, immer grundsätzlich vorher die Teilaufpassform prüfen. Denn es kann durchaus sein, dass wir euch aus Versehen mal ein falsches Teil in das Paket gepackt haben. Der Aufschrei wäre groß, wenn das Ganze dann professionell lackiert ist. In diesem Falle prüfen wir und das in diesem Falle auch wirklich zu zweit mal die Passform. Dass die Heckscheibenblende, wenn man nur einseitig sie andrückt, etwas absteht, ist völlig normal. Das liegt daran, die Heckscheibenblende wird aus zwei Schalen hergestellt. Einerseits die untere Schale, andererseits die obere Schale. Beides wird nach der Fertigung miteinander verklebt. Das Ganze passiert händisch. Eine genaue Millimeterarbeit ist hier nicht möglich. Dennoch ist das überhaupt gar kein Problem, denn wie es der Name schon sagt, wir haben hier das Material Fiberflex, bedeutet entsprechend elastisch und kann sich an die Kontur der Heckscheibe anpassen. Es empfiehlt sich dabei, ein bisschen auf die Umgebungstemperatur zu achten. Alles, was unter 15 Grad ist, wäre zu kalt, eher drüber und ansonsten einfach mal in die Sonne. Und wie man sehen kann, der Radius an der Heckscheibe zur Dachkante ist optimal und der Radius bzw. die Heckscheibe zur Heckscheibenblende. So, und wenn die Passform kontrolliert wurde, könnt ihr das Ganze hier zum Lackierer bringen oder ihr könnt das Ganze auch folieren. Und wie man das professionell lackiert, seht ihr hier oben eingeblendet. Folgendes ist auch noch zu beachten. Wie ihr seht, haben wir hier ein Loch eingearbeitet. Dieses Loch ist wichtig, denn die Heckscheibenblende wird anschließend noch etwas ausgasen. Wenn dieses Loch vom Lackierer abgedeckt wird oder geschlossen wird, würde das Gas nicht entweichen können und die Heckscheibenblende würde sich wie ein Luftballon aufblasen und anschließend an den Verbindungsstellen reißen. Deswegen immer darauf achten, Loch bitte offen lassen und was auch noch sinnvoll ist, die eingearbeitete Artikelnummer sichtbar lassen, denn die Nummer vergleicht anschließend die Polizei oder der TÜV mit der Nummer, die im Gutachten steht. Als nächstes nehmen wir das 3M Reinigungstuch und reinigen die Klebefläche an der Heckscheibenblende gründlich. Wichtig ist, dass sämtliche
Silikonrückstände entfernt wurden, damit das 3M-Klebeband seine volle Klebekraft entwickeln kann. Anschließend das 3M-Klebeband aufkleben. Wichtig dabei ist, zuerst an den Rändern aufkleben, und zwar sehr dicht am Rand. Hintergrund ist der, das Klebeband hat nicht nur die Klebeigenschaft in dem Fall, sondern verhindert auch das Eindringen von Schmutz und verhindert auch das Kanalisieren von Fahrtwind. Wie ihr sehen könnt, ist in die Heckscheibenblende bereits ein kleiner Offset eingearbeitet, sprich eine kleine Vertiefung. Somit ist der Abstand vom Klebeband bei der Montage zum Rand gering. Das 3M-Klebeband haben wir aufgetragen. Dazu haben wir beide Rollen gebraucht. Nochmal wichtig, bis an den Offset-Rand rangehen, in beiden Richtungen. Zusätzlich eben noch eine Bahn in der Mitte. So, und jetzt reinigen wir die Heckscheibe. Dazu nehmen wir wieder ein 3M-Reinigungstuch. Vorher grob die Heckscheibe reinigen mit einem normalen Schwamm, Autowäsche, wie auch immer. Anschließend das 3M-Reinigungstuch verwenden. So, und jetzt noch die Schutzfolie abziehen. Das geht ganz gut mit einem Cuttermesser. So, die Schutzstreifen sind entfernt worden. Jetzt bitte nicht mehr in die Klebefläche reinfassen. Und hierzu auf jeden Fall wieder zu zweit sein. Erstmal versuchen, die Heckscheibenblende oben mittig, so gut es geht, aufzulegen. Und erst wenn ihr euch sicher seid, dass die Position richtig ist, die Heckscheibenblende entsprechend andrücken. Denkt daran, das 3M-Klebeband wird umgehend seine volle Klebekraft entfalten. Und auch ein 3M-Klebeband braucht seine Aushärtungszeit. Es ist nicht so, dass man gleich mit dem Auto losfahren kann. Wichtig hierbei ist großflächiges Andrücken der Heckscheibenblende und am besten anschließend entsprechend fixieren oder auf den Klebebereich beschweren. Und nach ca. 4 Stunden könnt ihr dann die Klebebänder, die Fixierklebebänder wieder entfernen und könnt mit dem Auto wieder fahren. So, und viele fragen sich natürlich, warum überhaupt eine Heckscheibenblende? Tja, jetzt schaut euch das mal an. Das Auto ist sowieso schon ultra tief und die Heckscheibenblende verjüngt das Dach oder wie man so schön in der Fachsprache sagt, es schoppt das Dach um ca. 15 cm. Und das macht natürlich noch eine tiefere und geducktere Optik, als wir sowieso schon haben. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wir freuen uns über jeden Like. Und wollt ihr in Zukunft keine Videos mehr von uns verpassen, dann abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, gute Fahrt.